Und da sind wir auch schon wieder beim Workout zusammen mit Mario in Super Mario 64. Mit mir, dem Froxy. Und mir, dem Zap. Jo, und da haben wir unsere Übung schon mal beendet. Immer noch spiele ich. Euro-Training. So irgendwie. Kann Mario das Euro-Training? Weiß nicht. Nö, weiß ich nicht. Ich denke mal, das gehört dazu, ja. Egal, kümmern wir uns um die Level. Ha! Ein epischer Sprung in das Bild hinein. Laufe durch den Strudel. Oh nein, das geht ja gar nicht. Oh. Aber okay. Kannst du eine Münze sammeln? Nope. Nicht jetzt. Okay, dann tun wir halt was anderes, genau, in einem meiner Lieblingslevel. Oder beziehungsweise. Ja, wobei, nee. Also es ist ein cooles Level, aber ich nehme das zurück mit meinem Lieblingslevel. Aber es ist interessant und sehr trocken dort. Ja, könnt ihr das schon erraten? Sehr trocken. Wüste. Ja. Huch, hier ist ja gar kein Bild. Aber was mache ich denn da? Oh, hier ist ja ein Bild. Okay. Das ist aus dem Bild. Folge dem Riesen Geier. Ich habe erst Geta gelesen. Guck mal, die sieht doch lustig aus, oder? Dann nehmen wir sie mal. Wow. Oh, Mamma mia. Wow. Alle wollen was von mir, das gibt's doch nicht. Aber ich hole mir noch was. Ja, okay. Ich dachte. Egal. Ist sinnlos. Tja. Was? Warum sinnlos? Weil ich jetzt keine 8 Münzen holen möchte. Ach ja. Dafür bin ich jetzt jedenfalls nicht hier. Boah, wie episch ich hier rüberspringe, oder? Ja. Ja, das können nur Pros wie ich. Durchaus, Wetter von. Hey! Eine Bombe. Wie läufst du Wände hoch? Ach, verdammt. Einfach. Oh, okay. Das reicht eigentlich schon. Gnarfi. Barfi. Ja, so irgendwie wollte ich das. Hat funktioniert. Genauso wollte ich das. Übrigens kann der dir auch deinen Hut klauen und dadurch wird Mario schwächer. Aha. Das heißt, seine Kraft kommt aus seiner Mütze. Interessant, nicht? Nice move. Ja. Weil die Mütze liegt oben und dann tropft die Energie so auf ihn runter. Natürlich, ist wie bei Chiron. Genau. Okay, auch in Chiron? Chiron. 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 Naja, das ist so ein Charakter aus einem Anime. Wir haben 30 Sterne gestampft. Wir haben 30 Sterne gestampft. Wir haben 30 Sterne gesammelt. 30 Sterne haben wir gestampft. Aha. Das ist sehr gut. Ich zerstampfe gerne Sachen, ja. Nicht mehr Wüste? Nee, ich hab Bock auf Lava. Na dann, geh in die Lava. Mr. Lava. Kein Scheiß, Mann. Mr. Lava. Natürlich, werfe die Bullies in die Lava. Lava, kein Scheiß. Ich glaube, wir können mit diesen schlechten Wissen Lava, aufhören. Die Acidity. Das ist meine Antwort darauf. Es tut einfach nur weh. Genau. Ja. Auch eine schöne Welt. Und schauen Sie mal hier. Ein Vulkan. Aber nicht nur irgendein Vulkan, sondern... Ein Vulkan? Ein Vulkan in der Mario-Welt. Das heißt, er tut weh. Wie? Naja, normale Vulkane tun gar nicht weh. Nö. Also ich wüsste nicht, seit wann das sein soll. Meinst du nicht, wenn die so ausbrechen, dann ist das irgendwann... Ach, ich bitte dich. So, ja. Tun wir das recht haben. Das geht auch. Warum explodieren die nicht? Weil das Bullies sind und keine Bob-Ops. Schade eigentlich. Kriegst du den? Ah. Ja, aber. nein,
Ein Glück verlierst du die Hitbox, wenn er dich getroffen hat. Ja. Sehr nett. Pam. Ach, ich bin so gut. Nein, ich bin nicht am Schwächeln. Ich hab souverän gewonnen. Und das holen wir uns jetzt auch so geil. Ja, schade. Egal. Okay. Gut, ja. Ich würde sagen, Cell darf wieder. Yay, bewerfe die Bullies in die. Speichern weiter und nochmal rein. Weil ich da noch gar nicht war. Hast auch mal Lust drauf. Ja. Ist auch eine coole Welt. Finde die 8 roten Münzen. Alle gefunden. Oh. Ja, klar. Ich weiß noch vom letzten Mal zugucken, wo die sind. Sicherlich in der Lava. Boah, aber egal, ich kriege hier 5 Münzen mal. Genau. Wenn ich Auge gucke. Insofern hatte ich. Ja, gut. Kann ich da unten durchfallen? Ja. Aber Achtung, da drin ist ein Teleporter. Der portet mich wohin? Wahrscheinlich ins andere Ende, ja, okay. Ah, das war nicht ja. Z, okay, so. Gut. Ich denke, das dürfte kein großes Problem sein. Nein, ich darf nicht. Ist doch vielleicht gut, dass du. Aber gut, ich kenne die Art von Spiel, also weiß ich ungefähr immer, welche Dinger sich bewegen und welche nicht. Oder welche sich bewegen können und welche nicht. Ja. So viel zu. Nee, ich wusste, also ich hab nur gehofft, außerdem sieht man dann den wackelnden Dingern, welche sich bewegen. Ja, klar sieht man das, aber. Ist dennoch. Und der Stern geht natürlich auf die einzig dann noch freie Plattform. Natürlich, so muss das sein. Und das war einfach. Oh Mann, er sagt mir spät, here we go. Ja. Ja, das muss ich erstmal da. So, für die 8 roten Münzen. Easy going. Kurs Fragezeichen. Oder 7. 7. Ich will 7. Ja, 7. Fragezeichen, dann wäre da ein Punkt runter und das wäre noch ein bisschen S-förmiger. Der obere Teil. Ach, das hier ist Kurs 7, die Lava. Genau. Ach so, ich dachte. Katze auf dem Baumstamm. Ja, die Kurse sind auch in. Ich dachte, das wäre ein Vulkan. Ja, das schon, aber es gibt auch einen Baumstamm hier. Das ist also nicht der. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie so ein Ritual von dir, oder? Am Anfang des Levels einfach mal in die Lava. Ja, ich meine, hier kriege ich ja eben ins Wasser. Ja. Aber. Und ein Leben. Genau, ein bisschen Feuer. Ja, Ninja Dodge. Ninja Dodge. Natürlich. Muss jetzt wie ein Ninja weicht er aus. Und kreist sich das Leben. Und so, jetzt mal gucken, ne? Mhm. Wo könnte der Baumstamm wohl sein? Das sieht nicht nach Baumstamm aus, eher nur nach Holz. Also, und das ist auf eine Seite. Auch tanzen. Ich habe über die. Ja, okay, das wäre jetzt eine Seite. Halt, stopp, nein, so. Ja, Zelda in Zelda. Den kennst du auch, aber die anderen nicht. Na, wer weiß. Ich Tanzmaske gucken, nicht mit. Ach so, natürlich. Ja. Der Link ist sonst. Sollen das Baumstämme sein? Ja. Nee. Das ist ein Vulkan. Na, obviously, wenn er sich übergibt. Ja, also wenn er ausbricht, ist klar. Das ist natürlich kein. Ja. Das ist natürlich kein Baumstamm. Okay, also, ha? Aber natürlich, ich kann mich nicht hinter mich bringen, doch jetzt. Tanze auf dem Baumstamm, Gott, das ist so heftig. Ja. Für mich. Vermutlich. Also, sieht auch so aus. Aber an sich ist es gar nicht so schwer. Nicht da drin? Man sieht aber auch gar nicht im Mokador. Ich hab dich hin, oder? Also. Gucken wir mal. Also reißen können. Versuch denn. Boah, bestes. Ja, ich tue es doch. Erstmal gucken, was stand nochmal da drauf? Naja. Und was mit Riesen? Lapis Lazuli, Obsidian und so. Lapis Lazuli. Springer auf dem Funk der Panzer der Kröten. Surfer öffnet ungeahnte Möglichkeiten. Ja gut, der ist irgendwie noch nicht offen. Ein Stern? Ja. Ah ja, drücken. Zu dem willst du doch sicherlich hin, ne? Zum Stern. Ja. Also da will man immer hin. Logischerweise.
kommt da nicht so wirklich hin. Also man kann so um die Map rumspringen. Nee, kann man nicht. Das sage ich dir gleich heute. Ja. Danke. Ja. Ja, ich mag es zwar, dich leiden zu sehen, aber... Ja. Ich verlasse den Kurs. Nicht. Du musst stehen, also... Genau. Ja. Weil, damit man nicht einfach beim Verlieren rausgehen kann. Ja. Nintendo ist intelligent. Also. An vielen Stellen. Kamera mit R verstehen. Aha. Ja. Ich probiere mal. Genau, das ist ja geil. Baumstamm. Das sieht aus, als wären die Dinger da, der Baumstamm. Nope. Genau nicht, ne? Sehe ich ihn hier? Nope. Gut, dann weiß ich nicht. Dann lass ich's. Ja, dann, ja. Ja, erstmal Energie sammeln. Einfach in der nächsten Folge nochmal gucken. Ja. Ja, genau. Irgendwann sich da zu lange aufhält. Was haben wir denn überhaupt noch? Lava Lagune waren wir. Ich werde dir natürlich nicht spoilern. Wobiwaba-Wüste. Geheime Sterne. Wobiwaba. Den haben wir durch, den haben wir durch. Ja, Piratenbucht, Panik, laufe durch den Stuhl. Den Schneemann, genau, wir machen jetzt den Schneemann. Es sei denn, die Mission ist nicht ausgewählt, weil wenn die Mission ausgewählt ist, dann hat man alle Zutaten, aber wenn nicht, dann nicht unbedingt. Ah. War der hier? Nein, war nicht, doch. Hier war er. Genau. Da, wo es bibrig ist. Mit einer kleinen Prise Bob. In welches der drei könntest du wohl springen? Ach, in das natürlich, danke. Ja. Ich bin ja vergessen, aber es ist schön, dass es dunkel wird. Ja. Ich weiß nicht. So, was darf ich machen? Oh, ein Schneemann. Perfekt. Ja. Ich hab's nie geschafft. Nein? Richtig. Ich war immer irgendwie zu blöd dazu. Ja, dann viel Spaß. Ich sammle erstmal mir zwei Leben ein. Beim Schneemann bauen. Da haben wir eine Kugel. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der nach einem Körper sucht? Und? Okay, dann los. Ist doch klar. What the fuck? What the fuck? Das, warum? Warte mal. Warum? Wie kann ich so blöd sein und das nie geschafft haben? So, hier. Wie kann ich so blöd sein und das nie geschafft haben? Das ist unglaublich. Wie kann ich so blöd sein und das nie geschafft haben? Oh, welch komfortables Unterteil. Ich bin so glücklich. Hier, nimm den Stern. Ich hoffe, er bringt dir Glück. Are you kidding me? Ich meine, also, der ist nicht wirklich richtig leicht. Ja, jetzt ist er ein bisschen sprachlos gerade, weil er sich hingekriegt hat, eine Schneekugel anzusprechen und nichts zu machen, außer eventuell noch runterzulaufen oder zu rutschen. Das ist dann durchaus, ja, peinlich. Okay, ich bin zwar nicht besser mit meinem Fail vorhin, aber doch peinlich. Denk an den Wandsprung. Ja. Wenigstens erhole ich mich schneller von solch einer Schmach. Denn ich war ja damals 6. Oder 7. Huch. Ja, es das ist... Das ist, ich weiß jetzt, wo der Stern ist. Und ich weiß noch nicht, wie man da rankommt. Ja, Wandsprung. Denk an den Wandsprung. Ja, ja, Sprung. Das haben sie dir gerade gesagt. Ich glaube, er ist hier. Ja, wie machen wir den Wandsprung? Okay, dann bin ich da. Oder erstmal den Kopf aufschlagen, das ist auch gut. Spielen wir mal Kopf aufschlagen. Ich versuche erstmal die Kanone da zum Leben zu erwecken. Eine Kanone zum Leben erwecken? Okay. Ja, die Kanone hier hinter mir und versuche es, indem ich ihr da unten Bescheid sage. Ach so, ja, du könntest sogar runterspringen.
Meinst du? Ja, mit dem Hechtsprung. So, meinst du oder weißt du? Ich weiß, dass es geht. Du musst nur weit genug springen. Also mit dem Hechtsprung. Also. Meinst du runterrutschen und dann springen wäre besser als von hier? Z drücken und ich glaube ja. Springen. Wenn ihr hier an der Seite wird steiler. Und ich Z drücken, dann springen? Ja. Naja, indem du aber läufst. Ah. Also du läufst. Du läufst, du läufst, du läufst. Nee. Das nicht so lange. Also laufen unter Z. Genau. So macht man den Sprung. Genau, das ist der weiteste Sprung, den er so hinbekommt. Deswegen würdest du das locker schaffen. Du musst aber natürlich genau zielen. Und wann machen wir den Sprung dann? Was? Wann machen wir den Sprung? Knapp dabei, wenn es auch vorbei. Der hat voll die. Ah, Emily! Ja. Wie machen wir den? Mamma mia! Den Sprung danach geht doch gar nicht mehr, oder? Ich hab's gerade nicht hingekriegt. Nein, nein, du sollst ja nur diesen Sprung machen. Achso. Der reicht schon aus. Den meinst du. Weil so weit ist das nur noch wieder nicht entfernt. Du musst halt nur gut sehen. Ja, ja. Ich will mir erstmal ein Leben nicht unten, dann kann ich mit dem Fahrstuhl fahren. Dann mach ich's dann. Oder so, ganz langweilig. Ja, vor allem, weil ich dann auch noch mitten kriege, vielleicht noch ein Leben nachher. Ich glaube, Pingu. Sag nein. Hey, renn mit mir. Nö. Fick dich. Ich glaube, er mag dich nicht mehr. Ich weiß. Pass bloß auf. Vielleicht kommt er irgendwann runter, hinterher gerast und schubst dich einfach mal von der Bahn. Na, ah, das wird er nicht schrecklich tun. Den Leben nicht gekriegt, das Leben nicht gekriegt. Perfekt. Ja, Plan ist aufführen. Ja. Aber ich habe da noch eins verfehlt. Das ist super gelaufen. Also alles so wie gewollt. Was? 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 Gut. Er hat das Spiel kaputt gemacht. Ja. Und wissen wir, ich jetzt so perfekt zack durchgeglitscht, da ich irgendwie die beiden Leben noch gekriegt hätte. Natürlich, klar. Ja, warum nicht, ne? Hat nicht ganz geklappt. Dort war ich noch nicht. Da nur hin. Ja, aber wieso sprichst du nicht? Was soll ich das jetzt heute von oben? Da wäre es ja jetzt egal gewesen. Ich fahre doch nicht zurück. Deswegen. Anyway, okay. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung und knall ich gegen die Hitbox des Fahrstuhls. Nein, das wird. Aber ich knall natürlich gegen die Hitbox der Bombe. Der Bob Ombin. So. Der Bob Ombin, ja. Okay. Nun gut, du hast noch 2 Minuten, um das zu schaffen. Ja, kein Ding, dann rede ich mit ihr und mache irgendeinen. Flieg dann zum Baum, der da hinten, glaube ich, war. Oder? Redest mit ihr, machst ein Ding klar und. Na, sicher. Wuhu! Das Mario. Ach ja. Naja, der tollt halt auch gerne rum. Er ist halt auch nur ein Mensch. Chuffy von hier aus, oder? Zwar ein dicker Italiener, aber. Egal, ich bin ja okay. Entschuldigung, Mario. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich wollte niemanden offenden. Ja, siehst du? Klappt doch. Wie gehe ich da jetzt runter? Oder? Einfach runterdrücken. Ja? Einfach runter. Nein, nur einfach nur runter. Okay, drück da. Genau. Okay, nicht gegen die. Nicht gegen die. Alles ist okay, alles ist okay. Boah. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschluss bereit. Da hinten natürlich. Überall. Ja, ja, aber ich meine, es gibt auf der Insel hier keinen. Bereit, na, dann rein mit denen die Kanone. Genau. Rein mit dir in die Kanone. Ich muss langsam davor. Das ist ein Schild, das ist ein Problem. Das Licht ist ein Schild. Ja. Ich kann das nicht. Du kriegst das umdrehen und dann an dieser Stelle hier und das Schild drehen und jetzt da an der Seite runter. Ja, nein! Genial! Warum? Das ist so. Alter. Awesome? Ja, awesome. Oh, Alter. Oh, yeah. Ach, schön. Das Team so klein. Das ist echt schön. Boah! Der Fakt. Ah, sehr gut. Was ist das denn? Du hast einen Luftsprung gehalten. Wie?
absichtlich, wenn man von der Insel runter will, damit man auch hundertprozentig wieder... Alter, dann hätte ich gar nicht so springen müssen, hätte ich einfach runterfallen können, oder was? Es scheint so. Nee, jetzt sogar auf dem Baum da hinten drauf, wa? Da überziehen wir mal ein bisschen, wa? Ja. Das ist in Ordnung. Ja, kein Ding. Ich springe auf den Baum, da können wir machen. Ja, fuck off. Wohin? Na, ich denke mal so. Nein! Warte, okay, das... lief schief. Ja. Okay. Fuck off, Mann! Der beste Abschluss, den man sich wünschen kann. Ey. Ein weiterer Fail. Ey. Das ist echt schlimm, oder? Ach, hör auf ja. zu reden, hör auf zu reden. Nö. Doch. Nö. Okay. Nö. Ja, na dann, wisst ihr ja, wa? Haut ja. Grinsen mit dem Grinsen. Ja. Yeah.